Es gibt ja so manchmal so Dinge, die mich persönlich tierisch aufregen können. Und ich denke, da werden Sie mir beipflichten, wenn ich Ihnen gleich so eine typische Standardsituation schildere, wo ich immer regelmäßig an die Decke gehe. Immer dann, wenn ich versuche, noch ein ganz besonderes Foto zu schießen oder nochmal so einen letzten Anruf zu machen oder eben schnell bei eBay zu sagen, ja, 3, 2, 1... Leider doch nicht meins, weil vorher fährt der Akku runter. Dann ist nämlich genau das Telefon, dann ist das Tablet, dann ist das technische Gerät, die Kamera oder das Navigationsgerät leider in dem Moment dann aus, wo man es am dringendsten braucht. So gesehen auch bei meiner geschätzten Kollegin Isabel Göck, die vor kurzem hier mitten in Buggingen im Ortszentrum stand, mitten in der Nacht. Der Akku vom Telefon war leer und sie wusste leider nicht, wo denn eigentlich das Hotel zu finden ist. Dabei war es gerade mal 2 Straßen weiter. Genau für solche Fälle haben wir bei Pearl TV natürlich genau die richtigen Gimmicks im Programm und die möchte ich Ihnen ganz gerne mit dem Kai zusammen vorstellen. Und mit der ersten Powerbank, so werden diese Geräte genannt, fangen wir an. Ganz genau so ist es. Was ist heute das, was bei vielen technischen Geräten leider Gottes immer nur für einen halben bis dreiviertel Tag reicht? Der Akku. Ja. Und wenn ich heute dann sage, ich habe irgendwo bei mir in der Tasche immer dabei geladen oder auch zum Beispiel im Armaturenbrett oder vielleicht auch im Urlaub ein sogenanntes kleines Kernkraftwerk dabei, mit dem ich dann jederzeit entweder die Laufzeit meines Akkus verlängern kann oder eben auch aufladen kann, dann ist das eine ganz tolle Sache. Wir haben aber zigtausende von diesen Dingern verkauft. Ich nutze sie selber auch sehr intensiv, weil ich auch Smartphone-Besitzer bin. Ja, wenn klar. Wir viel telefonieren, haben wir immer das Problem, nachmittags um 5 sagt der Akku, vorbei. Gar nicht mehr. Ja, ja. Und hier ist die erste mit 6000 Milliampere-Stunden. Ja. Ein richtig kleines, fettes Kraftwerk, wenn man überlegt, ein Akku von einem iPhone hat heute 1800 mAh. Ja. So, das bedeutet hier 6000 mAh mit 1,5 Ampere Ladestrom und 2 USB-Ports. Bedeutet, ich kann gleichzeitig 2 Geräte aufladen. Ja, und das ist mal richtig cool, denn es ist ja meistens so, dass man dann doch ein Smartphone dabei hat und vielleicht nochmal ein Navi oder vielleicht nochmal eine Digitalkamera oder irgendwie sowas, die man natürlich also auch mal im Urlaub oder von mir aus auch mal am Baggersee oder bei einem schönen Ausflug mit der Familie einfach gerne dabei hat. Und die Gerätschaften sind natürlich im Gebrauch und auch bei einem Navi oder auch bei einer klassischen Kamera geht der Akku ruckzuck in die Knie. Es reicht dann, wenn man sich dann zwischendurch immer mal die Fotos anguckt, die man geschossen hat. Ja, müssen wir Ihnen gar nicht großartig erzählen, Sie kennen die Situation. Sie werden uns wahrscheinlich noch 100 andere schildern können. Und genau für solche Fälle sind solche Powerbanks tatsächlich bestens geeignet. Toll ist, dass wir hier insgesamt 6 Adapter dabei haben für den Dock-Connector, für Samsung-Geräte, für Nokia-Geräte, für Sony Ericsson und Mini-USB und Micro-USB. Das heißt, eigentlich alle handelsüblichen Geräte, die es heute auf dem Markt gibt, sind mit unserer Powerbank ladbar. Und wenn Ihnen zum Beispiel jetzt bei unserem SPX12 der Saft ausgehen sollte, wobei unsere Akkus sehr leistungsstark sind, aber wenn man viel daddelt und spielt, kann das auch mal passieren. Natürlich, gerade bei solchen Dingern, viel im Internet, das saugt auch am Akku. Dann machen wir das ganz einfach, du gibst mir jetzt mal bitte mal den Micro-USB-Adapter. Ja, das ist dieser hier, warte, der war schon drauf. Und das können wir eben wunderschön einstecken, dann mach ich ihn bitte noch einmal mal aus, damit wir das sehen können. Warte, so, jetzt stecke ich am Micro-USB, wo normalerweise geladen wird, eigentlich das, was ich mit meinem Netzteil machen würde, stecke ich jetzt richtig rum. Moment. Andersrum? So, stecke ich das ein. Und jetzt gib mal Gas und mach mal an. Warte, So, und zack, leuchtet hier oben schon das rote Lämpchen. Zack, und schon geht's los. Mein Kollege wird geladen. Geht an und zeigt hier, es geht los. Auch hier an unserer Powerbank sehen wir natürlich den Ladestand. Das heißt, wir haben hier einen Ladestandsanzeiger. Der wird hier dargestellt mittels dieser insgesamt 5 LEDs. Könnten wir auch mal langsam wieder aufladen. Aber natürlich sollte auch diese Powerbank mal wieder aufgeladen werden. Und das kann man auf verschiedene Art und Weisen tun. Das kann man mit dem USB-Anschluss machen, mit dem Mini-USB oder stinknormal an jeder Steckdose. Ja, aber dann haben Sie zumindest noch mal eine Reserve. Und es ist tatsächlich so, dass diese Powerbanks locker mal eine Akkuladung hergeben. Entweder für so ein Smartphone oder eben für eine Kamera oder für ein Navi. Auch mal für einen Camcorder und all solche Geschichten. Also all das, wo die Adapter passen, kann man hier hervorragend wieder mit aufladen. Wenn die aktuellen Tablets mal platt gehen, wenn man irgendwo unterwegs ist und sagt, oh, hab keinen Saft mehr, möchte aber gerne noch weiter surfen, hab noch ein paar Dinge zu tun, dann ist so eine Powerbank unerlässlich. In meinem Freundes- und Bekanntenkreis kenne ich so gut wie überhaupt keinen, der nicht entweder von uns oder von einem anderen Hersteller so eine Powerbank mit dabei hat, weil viele heute im Business eben ihre elektronischen Geräte mitführen, auch für Präsentationen. Und hier eben der Riesenvorteil ist, dass mir dann nichts passieren kann und ich eben hier 2 Geräte gleichzeitig laden kann. Die Bestellnummer für unter 27 Euro für ein 6000 mAh-Monster, ist total geil, ist die PX1561 und die 569 und insgesamt eben 6 verschiedene Adapter mit dabei. Ja. Also flexibler wirklich, kann ich nicht sein. Nee, also das ist wirklich absolute Spitzenklasse. Noch besser, wenn Sie mich persönlich fragen, oder wenn du mich persönlich fragst, ist das Nächste, was wir hier haben. Also das hätte ich vor 2 Wochen in meinem Urlaub sicherlich sehr, sehr gut zum Einsatz gebracht.
Denn das gute Stück, was wir Ihnen jetzt hier zeigen, das ist ein Solarpanel und nicht irgendeins. Das ist ein richtiges hochkarätiges Solarpanel, was wir hier mit dabei haben. Eine kristalline Solarzelle, die wir hier haben. Monokristallin, ganz wichtig. Ja. Und sowas kann man natürlich dann jederzeit, also auch mal im Urlaub, einfach mal neben sich haben, sodass man seine elektronischen Geräte, Smartphones oder was man eben gerade aufladen möchte, wo die Adapter passen, Kamera und dergleichen, jederzeit wieder hiermit aufladen kann. Und Sonnenenergie, gerade im Sommer, hoffe ich doch, haben wir doch weiß Gott genug, ja, oder? Und das Tolle ist, dass das eben auch das Gerät sich selber auch wieder aufladen kann und sozusagen auf einen stabilen Bereich bringt. Wir zeigen Ihnen dazu mal einen Film, wie die ganze Sache funktioniert. Ja. Film ab. So, das ist unsere Sia und die sieht endlich mal Sonne, was in den letzten Monaten nicht der Fall war. Ja, die ist richtig froh. Ja, hat die Zeit in der Sonne richtig genossen. Das sind wir, glaube ich, alle. Und da zeigen wir jetzt einfach mal, sie ist wieder am Daddeln mit ihrem Smartphone und Akku alle. Ja. So, das heißt also mal kurz soziales Netzwerk pflegen, ein paar SMS schreiben, haut gerade nicht hin. Und jetzt kommt unsere liebe Naila und unterhält sich mit ihr und bringt tatsächlich noch was ganz Pfiffiges mit. Tada. Da ist er. So, das ist so eine sau-arsch-coole Idee, sowas. Echt, anders kann ich ausdrücken. Das ist perfekt ausgedrückt. Aber es ist denkbar einfach. Und vor allen Dingen sind diese Geräte A, nicht wirklich schwer. Die wiegen vielleicht 150, 200 Gramm, sowas um den Dreh. Und passen nun wirklich in jede Tasche hinein. Ja, was haben definitiv. Sie von mir aus auch mal als Mann mal eben schnell in der Hosentasche. Selbst wenn Sie eine kurze Hose im Sommer mal tragen. Ja. Hat man immer mal schnell dabei, immer mal schnell in der Aktentasche, irgendwo in der Sakkotasche, vielleicht im Auto mal eben im Handschuhfach liegen. Und wenn man es einfach braucht, hat man den passenden Adapter tatsächlich mit dabei. Ich behaupte, 90% der momentan gängigen elektronischen Geräte, ja, können Sie mit diesen Powerbanks locker wieder aufladen. Natürlich, ja, ein Flexkabel, was ich ein bisschen verlängern kann, auch sehr schön. Mhm. Wir haben einen ultrastarken Lithium-Polymer-Akku drin mit 4000 mAh Kapazität. Ja, und natürlich auch wieder zwei Outputs mit 1 Ampere und 2,1 Ampere. Das heißt, normale USB-Geräte, wie aber auch die ganzen iPad-Sachen mit, ja, 1500 mAh, ja, kann ich eben mit dem 2,1er auch ohne Probleme laden. Und wie hier zu sehen, das zeigen wir jetzt nochmal. Gib mal Gas. Muss es anmachen, ganz kurz. Zack, so. Das sieht man direkt mit der Ladestandsanzeige und schwupps, mein iPhone 4S. Ja, kriegt direkt wieder ordentlich Strom und das reicht locker für eine komplette Akkuladung. Ja. Und ich habe wirklich das Problem, dass das Telefon sehr, sehr schnell leer ist. Mach es nochmal, genau, an, damit Sie es nochmal sehen können von der Ladekapazität. Wir können es ja mal so machen, wenn wir dann nachher noch das dritte Produkt zeigen, dass wir das zweite, ja, mal liegen lassen, um mal zu zeigen, hier ist jetzt Füllstand, jetzt sind wir gerade auf 42%. Ja. Und im Laufe der Sendung lassen wir das jetzt mal laden, damit machen Sie auch mal sehen, wie viel Dampf da drin ist. Toll ist natürlich, dass ich hier mit Solarenergie, mit dem Netzteil oder mit einem USB-Anschluss drei Arten habe aufzuladen, ja, und natürlich mit den monokristallinen Solarzellen auf dem absolut neuesten Stand der Technik bin. Und das ist natürlich auch ein Knaller. Ne? Ja, das ist richtig. Und natürlich haben wir hier auch die passenden Adapter mit dabei. Wir haben sie eben schon mal ganz kurz gesehen. Ja. Der Adapter für das iPhone, was übrigens nicht nur für das iPhone 4S gilt. Also meines Wissens von der Generation, also zumindest vom 3er bis zum 4S hast du den alles gleichen komplett. Stecker. Ich weiß gar nicht, wie es beim 1er und beim 2er war. Da war es der Konnektor auch, plus da war die Akkuleistung, ja, ein bisschen niedriger. Also, ja, insofern hier bei den ab 1500 mA überhaupt kein Problem. Es geht also natürlich auch iPhone für iPod. Ja. Ja. Und iPad 1, 2, 3. Ja, ganz genau. Also auch da die neuesten Geräte, die momentan auf dem Markt sind. Ja. Und gerade auch bei so einem iPad oder bei so einem Tablet-PC, ein ganz entscheidender Faktor. Jeder Zweite hat mittlerweile im Bus oder in der Bahn ein Tablet-PC auf dem Schoß. Und da ist es eben einfach praktisch, wenn man da nochmal eine zusätzliche Akkukapazität hat. Hier unser Solarpanel mit dem monokristallinen, mit der monokristallinen Solarzelle. Lass mal jetzt einfach mal hier an meinem iPhone. Der kann mal ordentlich laden. Wir waren bei 42%. Mal gucken, wo wir in 4-5 Minuten rauskommen. Ja. Unter, und das ist auch wieder der Knaller, 40 Euro unter der Bestellnummer PX 2761 unter 569. So, und jetzt kommen wir zu einem Ding, wo ich sage, das ist sogar total genial für Fotografen, die einen Blitz dabei haben. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Du hast recht. Ja. Der saugt natürlich richtig am Akku. Ja. Ne? Ja. Und wenn es dann mal heißt, oh, ich habe gerade gutes Licht oder irgendwas und ich brauche einfach mal kurz noch zwei, drei Blitze mehr, dann bieten wir Ihnen jetzt ein absolutes Monster an. Klein und kompakt und ich sage einfach nur mal furztrocken, 12.000 Milliampere-Stunden in so einem Ding sind der absolute Knaller. Ja, auch hier können wir wieder zwei Geräte gleichzeitig aufladen. Wir haben zwei USB-Anschlüsse mit den passenden Adaptern mit dabei. Auch hier haben wir die Ladestandsanzeige von Ihrer Powerbank mittels dieser LEDs, die im vorderen Teil leuchten. Also da muss man schon ganz klar sagen, also bis man den auch leer hat, das dauert eine ganze Menge. Ja. Also der liefert jede Menge an Saft für Ihre elektronischen Geräte. Sie werden Freude dran haben.
Sollten Sie mal irgendwann nach England fliegen oder in ein Land, wo Sie eben keine 230 Volt Steckdosenanschluss haben und Ihren normalen Ladeadapter nicht mitnehmen können, können Sie froh sein, wenn Sie so eine Powerbank irgendwo mit im Koffer haben, die voll geladen ist. Die lassen sich ja alle über USB ganz normal zu Hause an der Steckdose laden. Und das kann ich immer mal machen, bevor ich losfliege. 3,7 Volt sind das hier und lädt sehr schnell bis 2,1 Ampere. Das musst du dir mal vorstellen, was das Ding raushaut. Ja, jetzt gucke ich mal gerade. Habe ich hier den... Ah, falsch rum. Okay, so rum. Ja, die Richtung sollte richtig sein, sonst kann es nicht funktionieren. So. Batz. So, und schon geht's los. Geht schon an. Ja, eingeschaltet ist er, haben Sie gesehen? Ja, so schnell funktioniert. Ich finde das großartig. Ich sag mal, es wiegt nicht wirklich viel. Ich habe mir das Gewicht nicht notiert. Ich tippe mal hier auf ungefähr 250, maximal 300 Gramm. Mehr ist das nicht. Es ist klein, es ist überschaubar, es ist handlich und lässt sich natürlich auch jederzeit wieder an jeder Steckdose oder mittels des USB-Anschlusses auch an jedem elektronischen Gerät, wie zum Beispiel an einem Laptop oder an einem Rechner, auch mal schnell wieder aufladen. Ich finde es ganz wichtig. Tun Sie sich sowas ins Handschuhfach, wenn Sie wirklich mal, mir passiert das ab und zu mal. Irgendwie, Wochenendetermin wieder da, zack, los. Ich sitze im Auto und denke mir, oh, Hacke, ich habe wieder mein Ladekabel vergessen, verdammt nochmal. Ich kann das so nachvollziehen. Ja, definitiv, das ist ein Klassiker raus. Nein, beißt du dich in aller Werte, nein, da will ich wieder ins Lenkrad beißen. Also, sowas dabei zu haben, packen Sie sich das mit den aktuellen Ladekombinationen, weil Sie haben ja alle Konnektoren dabei, einfach ins Handschuhfach, Ihnen kann nichts mehr passieren. Leute im Vertrieb, im Außendienst, die heute einfach auf Smartphones, auf ein iPad angewiesen sind, die mit Touchpads arbeiten, sowas ist immer genial. Gerade mal, wenn Telefon klingelt, schnell eine Raststätte raus, irgendwie Termin machen, Unterlagen ziehen und dann ist das Ding platt, dann hole ich mir einfach hier meine kleine Powerbank wirklich aus dem Handschuhfach und weiß immer, hey, ich habe da 12.000 Milliamperestunden Zeit, ohne Probleme mal wichtige Themen gleichzeitig doch noch mal laufen lassen zu können, weil die Geräte eben weiterlaufen. Und das ist so genial. Ja. Ne? Du hast ja mittlerweile, ich sag mal, das Smartphone ist ja nur wirklich mittlerweile fast ein vollwertiger Computer, den du immer dabei hast. Mittlerweile mache ich meine Routenführung mittels des Smartphones, egal ob ich zu Fuß unterwegs bin oder beim Auto. Dann habe ich mal eben schnell mal meine E-Mails kontrolliert. Dann bin ich mal eben schnell bei Facebook drin, mal gucken, was noch so Neues passiert. Und so kommt eben eins zum anderen, eine Viertelstunde Langeweile, mir eben schnell Angry Birds gedaddelt und schon ist der Akku bei 50% und ruckizucki ist der auch wieder bei Null. Und wenn es dann wirklich dazu kommt, dass Sie mal einen entscheidenden Anruf tätigen müssen und wenn es mal eben eine Panne ist mit dem Auto, muss man eben ADAC oder einen Automobilclub anrufen oder irgendwas anderes, kurz Bescheid sagen, dass du später kommst, dass du im Stau stehst, dann ist auf einmal der Akku leer. So geschehen ist mir das tatsächlich auf dem Weg von Hannover nach Hause. Letzte Woche, als ich von der Messe nach Hause gefahren bin, stand ich natürlich 8 Kilometer im Stau auf der A1, hat noch 20% Saft. Kurz mal eben meine Frau angerufen, gesagt, dass es eine Stunde später werden wird. Kurz mal eben noch schnell 2 Minuten gespielt, patsch, war der Akku in die Knie. Definitiv. Ja, da hätte ich mich gefreut, wenn ich so ein gutes Teil dabei gehabt hätte. Das gehört in Ihr Handschuhfach, das gehört zum Beispiel auch in einem Handwerksbetrieb vielleicht auch irgendwo in die Laster rein, weil wenn natürlich doch viel mit dem Chef telefoniert wird und viele haben heute im normalen Handwerksbetrieb eben kein Handy vom Chef oder man wird angerufen und man sagt, oh, habe gestern Abend nicht aufgeladen. Kann ja auch mal sein, dass unterwegs und wie gesagt, wie doof ich hier, doof Kai, einfach mal ihr eigenes Ladekabel vergessen haben und doch keiner da sein sollte, der das gleiche Ladekabel hat. Damit kann nichts mehr passieren, die ganzen Konnektoren dran. Sie können natürlich auch jederzeit mal jemand anderem helfen, der sagt, boah, ich bin platt. Ja, das ist ein kleiner Moment, überhaupt kein Thema. Ich gehe mal kurz ins Auto, Handschuhfach, hier, lad auf. Ja, das ist absolut perfekt. Wie gesagt, 2 Geräte gleichzeitig, zum Beispiel Ihr Smartphone und die Kamera Ihres Nachbarn können Sie hier aufladen. Also wirklich absolut perfekt. Vielleicht gucken wir gerade noch mal eben zu unserem Solarpanel rüber. Mal schauen, was sich da so getan hat. Wie lange haben wir es jetzt draufgelassen? Ich weiß nicht, 4 Minuten? 4,5 Minuten. Ja, sowas um den Dreh. Ich greife gerade in der 4, lass mal ruhig. Zack, so. Gucken wir mal gerade, wir sind angekommen bei 49%. Bei 42% sind wir gestartet. Das ist schon mal eine Hausnummer. Schneller kriege ich das zu Hause mit meinem normalen Anschluss auch nicht hin. So, Tatsache ist natürlich, dass wir auch bei dem Großen mit 12.000 mAh einen USB mit 5 Volt und 2,1 Ampere haben, also gerade für iPad, iPhone, für die großen Sachen. Perfekt. Aber auch ein kleines mit einmal USB mit 5 Volt und 1 Ampere. Bestellnummer hier ist die PX1595 und die 569. Und auch hier liegen wir mit 12.000 mAh mit so einer Powerbank unter 40 Euro. Da kannst du wirklich nichts gegen sagen. Also wenn Sie wirklich das Problem haben mit dem Akku und jeder, der ein Smartphone hat oder der ein Tablet mit sich rumschlägt, wird früher oder später das Problem mit dem Akku haben. Die werden im Laufe der Zeit nicht besser, die werden immer schwächer. Und früher oder später kommen Sie in die Bedrulle, dass Sie wirklich mal dringend telefonieren müssen, dringend mal etwas nachschauen müssen und warum sind die Akkus leer. Dann werden Sie froh sein, wenn Sie in Ihrer Tasche, in Ihrer Aktentasche oder einfach ganz ordinär im Handschuhfach Ihres Autos mal eben einen Reserveakku dabei haben und das gute Stück jederzeit anschließen können. Wenn Sie sich jetzt mal vorstellen, jetzt zur schönen Zeit wieder aus dem
Schrebergarten abends langsam das Bier ausgeht und alle dann gucken so, oh, ich habe keinen Saft mehr, ruf doch mal den Günni noch mal an, der soll einen Kasten mitbringen. Kein Thema, habe ich meine Powerbank, stelle das an und das kühle Bierchen abends ist immer noch gesichert. Deswegen bestellen Sie sich genau das, was Sie brauchen. Tolle Sache, Sie haben es gesehen, funktionieren tut es perfekt. Also anrufen und bestellen. Ganz viel Spaß.